Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute werden wir uns wahrscheinlich nur ein paar Sachen kaufen. Ja, ein paar klitzekleine Sachen. Aber davor muss ich euch noch ein klitzekleines Video vom Tresor der letzten Woche einschicken. Einfügen. Wie ihr seht, wie ich da so Sachen aus dem Tresor kaufe. Und das mache ich jetzt dann und danach sehen wir uns dann wieder. Wie ich hier vielleicht noch mal ein paar Sachen kaufe oder nur hier Sachen anschauen werde. Also dann, bis nachher. Aber jetzt schauen wir erstmal in den Tresor hier. Da gibt es nämlich ganz schön tolle Sachen hier, der brennende Busch. Dann Quimborghini, also das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Prozenten, also das lohnt sich wirklich sehr. Ja, also das muss man einfach kaufen, wenn sich die Prozente hier so arg lohnen, dann muss man das einfach kaufen, finde ich. Ja, wir haben ja 916 Donuts, da können wir uns das schon mal ein bisschen leisten. Weil dann kriege ich auch wieder mehr Donuts, wenn ich mehr Prozente habe. So, und dann kommen wir den Teufelswagen, der lohnt sich am allermeisten irgendwie. Können ja den erstmal vorerst hier hinstellen und können ihn vielleicht in die Halloween-Ecke einbauen. Ja, in die Halloween-Ecke passt vielleicht so ein Teufel da. Sehr gut. Ja. Ist hier doch die Springfield Zoo-Handlung. Aber die kaufe ich mir nicht. Aber vielleicht nur noch einen Lamborghini oder so. Aber das reicht da auch wirklich mal für heute. Jetzt haben wir nur noch 816 Donuts. Haben wir also 100 Donuts rausgehauen. Haben aber dafür wieder 8% mehr. Also, ja, das hat sich gelohnt. So, derlei sind wir hier wieder. Und jetzt gibt es für diejenigen, die Mini-Events, wie Weltraum, Homer, Giliade und so. Und ich glaube, drei andere Mini-Events sind. Die Mini-Events noch nicht abgeschlossen haben, können das jetzt dann nachträglich machen. Da kommt dann nämlich so eine Aufgabe, die können dann da weitermachen, wo sie gestoppt haben. Und wenn sie mit dem fertig sind, dann kommt wahrscheinlich das nächste. Aber das trifft bei mir hier leider nicht zu, da ich alle Mini-Events schon abgeschlossen habe. Ja, deswegen kann ich mir hier nur was kaufen und ich hoffe, glaube oder es kommt danach eine Verkaufsaktion, wo dann die Spieler, die diese Mini-Event schon abgeschlossen haben, die können dann noch die Sachen nachkaufen. Ich glaube, das ist vielleicht so. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube mal, dass das so ist. Aber schauen wir erstmal die Sachen hier, wo neu hinzugekommen sind, an. Also da kam der magische Bahnhof-Promo hinzu. Schauen wir uns das mal an. Der magische Bahnhof, ja. Der bringt 18 Streckenabschnitte. Aber die brauche ich ja eh nicht. Ich habe nämlich hier schon genügend. Hier seht ihr 70, 214, 149, 233. Ich weiß eigentlich nicht, warum ich das hier weitermache. Das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber wahrscheinlich wegen den Donuts oder so. Obwohl die nicht so ganz viel bringen. Ja. Und zu diesem Thema habe ich dann auch noch eine Information. Es gibt doppelte Blaupausen. Also die hier, wo ihr hier bekommt, zum Beispiel bei den 65 Müll, bekommt ihr 1642 Blaupausen. Normal hätte man da dann nur 821 bekommen und jetzt bekommt man halt das Doppelte. Kann es immer wieder weitermachen hier. Weil ich hatte das schon abgeschlossen und dann kann man nochmal von neu anfangen. Und dann wieder hier die 5 Donuts abräumen. Das war früher nicht so, da könnte man das nur einmal machen. Und jetzt kann man es, glaube ich, in dieser Woche mehrmals. Ja, das kann man, glaube ich, so oft man will. Na gut, wenn man auch hier, da muss man sich aber jede Stunde einloggen oder so. Das mache ich jetzt nicht so besonders gerne. Naja, weil es ist mal wieder hier so eine Phase, wo man nicht gerade so oft spielen muss. Und deswegen schaue ich da trotzdem nicht so öfters rein. Schau, da bekommt man sehr viel mehr Blaupausen als normal.
Haben wir gerade Glück irgendwie? Vielleicht schaffen wir sogar noch die 5 Donuts. Okay, aber nee, wir schaffen es einfach nicht. Okay. Also dann können wir in der Zwischenzeit schon mal hier die Sachen weiter anschauen. Als nächstes gibt es dann hier den Golfplatz. Der bringt 1,5%, aber lohnt sich nicht ganz so. Und sieht auch nicht so schön aus. Als nächstes gibt es da Chess Grass. Da kriegt man dann wieder 20 Donuts zurück. Und nee, den kaufen wir glaube auch nicht. Dann gibt es Krusty's Drive-In. Hier gibt es auch wieder 50 Donuts zurück. Dann das Einschienenbahn-Café. Da bekommt man auch wieder Donuts zurück. Und das Selbstversorgerhaus. Das sieht eigentlich recht toll aus, aber... ja, ich weiß nicht so genau. Das werde ich mir wahrscheinlich nicht kaufen. Und dann die mechanischen Ameisen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Für 70 Donuts lasse ich das doch dann lieber. Und kaufe mir dann bessere Sachen im nächsten Halloween-Event. Dann gibt es hier den Tresor. Diese Woche gibt es da auch nichts Schönes. Erstmal für so Pizza. Dann den Hotdog-Stand. Da ein naturhistorisches Museum und dann die kleine Insel. Und es kam dann nochmal was hinzu. Kann ich euch mal zeigen, so ein Nasenberg oder so. Oder eine kleine Questline kam. Dann am Ende dran steht, finde es heraus, was der Nasenberg zu bedeuten hat. Also das ist der, ich glaube, das ist so eine Anspielung auf das Halloween-Event, weil es schon ein bisschen gruseliger aussieht. Also das finde ich jetzt zumindest. Dass es vielleicht ein wichtiges Thema hier fürs Halloween-Event ist. Kann man den überhaupt verkaufen? Nee. Dann wird es wahrscheinlich zum Halloween-Event gehören. Vielleicht ein wichtiges Teil vom Halloween-Event. Aber ich weiß es jetzt hier nicht so ganz genau. Naja, man muss sich überraschen lassen. Wann das Halloween-Event jetzt auch kommen wird oder so. Weil dazu habe ich leider noch keine Informationen hier. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch Streams bringen werde, weil die eh keiner anschaut. Da würde sich dann eher ein Video mehr lohnen. Ich weiß nicht, ob dann ein Video kommt, wie ich das hier umbaue oder ob ich das dann in diesem Video noch verpacke. Aber ich glaube, das bringe ich in ein extra Video. Wie ich das dann umbauen werde. So, und dann würde ich mal sagen, war es das von mir für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Oder abonniert meinen Kanal. Und ja, ciao.